Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über geniale Hautpflegeprodukte aus der Drogerie, die ihr nicht verpassen wollt, wenn ihr gute Produkte aus der Drogerie haben wollt. Ich hatte das euch vor 2 Wochen gesagt in einem anderen Aufgebraucht-Video mit verschiedenen Tops und Flops. Heute haben wir wirklich nur gute Produkte, die ich euch wirklich empfehlen kann, die ich alle über die letzten Monate, teilweise sogar ja, 2 Jahre bestimmt schon, getestet habe und ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, auch mal ein schönes Video zu haben. Ohne Flops, nur mit guten Produkten und deswegen würde ich vorschlagen, hüpfen wir direkt ins Video und starten. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hat neulich sehr, sehr gut funktioniert, wenn ihr einfach irgendein random Emoji, weiß ich nicht, eine Raupe, eine Maus oder ein Stück Kuchen in die Kommentare schreibt. Es hilft dem Algorithmus, es hilft mir und ich würde vorschlagen, let's go. Ganz wichtig, kein bezahltes Video. Manche Produkte habe ich auch mal in einer Kooperation bekommen, andere wieder nicht. Aber es sind nur gute Produkte, die ich hier habe. Und wir starten auch direkt mit der ersten Maske. Die war von L'Oreal. Die aufpolsternde Maske Revitalift Filler. Gibt es eine ganze Revitalift Filler Reihe. Ich habe die Reihe noch nicht getestet, weil sie mir einfach... Also, ich bin nicht so ein Freund von... Wenn ich eine Reihe habe, will ich verschiedene Sachen in dieser Reihe haben, die Actives drin haben, fliegende Teile, Feuchtigkeitsspendeteile. Diese Maske aber war sehr, sehr gut. Die ist sehr, sehr feucht. Feuchtigkeit spendend, schön kühlend, hat mir gut gefallen. Ich glaube sogar, dass am Ende dieses Serum damit drin war. Also dieses klassische Hautpflege-Serum in dieser Maske mit drin war. Ich habe ein Problem mit Tuchmasken, weil sie einfach auf meinem Gesicht nicht funktionieren. Mein Gesicht ist zu breit und zu lang und durch den Bart hält er sowieso nicht. Ich muss immer unten diesen Teil komplett abschneiden. Den lege ich mir dann in die Geheimratsecken oder an den Hals, ist ja genug Platz. Mochte ich sehr, sehr gerne. Wenn, muss ich dazu sagen, wenn ich Make-up tragen will. Ne? Ich unterscheide immer so ein bisschen meine Hautpflegeprodukte. Was will ich? Ist es abends, ist es morgens? Wenn ich ein Event habe und ein schönes Make-up über den Tag haben möchte, was schön frisch, schön prall, schön gesund aussieht, ist es so eine Maske. Wenn ich einen Effekt haben möchte abends, ist es natürlich nicht nur eine feuchtigkeitsspendende Maske. Es ist klar, es ist ein schönes Gefühl und man kommt auch so ein bisschen runter und man kann so ein bisschen die Zeit genießen. Aber das ist nicht das, was ich in meinem Alltag mache. Also ich nehme mir sehr, sehr selten wirklich diese Zeit, um etwas zu tun, um nichts zu tun, außer eine Maske raufzusetzen. Das bin ich nicht. Ich mache dann, weiß ich nicht, ich mache eine Maske rauf und spreng dann den Rasen oder so. Balea und Isana, da muss ich mal wirklich eine Lanze für brechen. Ich weiß, viele wissen das auch schon, aber Balea und Isana sind die Eigenmarken von DM und Rossmann. Und die haben sich in den letzten Jahren extrem gemacht. Ich finde vor allen Dingen im letzten Jahr. Die Eigenmarken haben phänomenale Produkte rausgebracht, an Hautpflege auch, die ganz besonders sind. Also wirklich gut und effektiv. Das war immer so ein bisschen, bin ich ehrlich, es klingt vielleicht total abgehoben. Ich war immer der Meinung, dass Hautpflege aus der Drogerie nicht so viel bringen kann. Bis diese Eigenmarken jetzt eine komplette neue Branding bekommen haben, was etwas tut. Wir starten mit dem Balea Niacinamid Serum, 10% Niacinamid und 1% Zink. Tolles Produkt. Was ich nicht so gerne daran mochte, war, wenn du zu viel benutzt hast, hattest du so weiße... Wie so weiße Krümel im Gesicht, das ist halt der Zink da drin. Ja, das sieht man dann schon. Aber ganz ehrlich, für 4,99 €, was die Produkte meistens kosten, ein geniales Produkt, um einfach auch mit Hautpflege zu starten. Ne? Wenn du dich noch nicht so auskennst mit Produkten und du vielleicht nicht unbedingt jetzt 20 € für ein Serum ausgeben möchtest, wenn du gar nicht weißt, wie es funktioniert, was es macht, was der Effekt von diesem Produkt ist, dann sind diese Produkte sehr, sehr gut. Sie sind auch gut, um andere Produkte so ein bisschen zu strecken. Wenn ich weiß, ich mache im Moment eine Niacinamidkur, weil ich eine sehr unreine Haut habe, dann habe ich vielleicht ein etwas teureres Produkt. Abends und morgens nehme ich dann das Isana, das Balea-Produkt dazu, weil ich mich zumindest sehr, sehr oft abschminke. Tolles Niacinamid-Serum, genauso wie das Isana Pure Hyaluronsäure-Serum. Ohne alles, ohne Parfum, ohne Silikone, Parabene, Paraffine, Mikroplastik. Ein Produkt, was für mich tut, was es soll. Es spendet Feuchtigkeit und mehr nicht. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne benutze, wenn ich einfach mal schnell so ein bisschen was haben möchte. Ganz tolle Formulierung. Deutlich besser, und das, da ärgere ich mich heute noch drüber, deutlich besser als das von Skin, SKKN von Kim. Das fand ich auch sehr, sehr gut, das Hyaluronsäure-Serum. Es kostet aber 100 €. Und ganz ehrlich, für 100 €, bin ich nicht Beyoncé, und B, für 100 €, dass du Feuchtigkeit spendest, dann trinkst du eine Flasche Wasser. So, muss nicht sein. Tolles Serum. Bleiben wir gleich bei Balea. Und zwar ist es diese Beauty-Hyaluron-Kur.
Die ist recht neu. Die war vor 2, 3 Wochen als neu auch deklariert. Habe ich aufgebraucht, habe ich auch wirklich diese Kur gemacht. Und ich glaube, dass es Dupe sein sollen zu diesen Barbour-Ampullen. Haben mir sehr gut gefallen. Sie spenden Feuchtigkeit. Sie brauchen einen Moment länger, bis sie eingezogen sind. Aber ich finde, so eine Ampulle gibt mir mehr Luxusgefühl als eine teure Flasche. Na, also wie beispielsweise SKKN von Kim Kardashian. So eine Ampulle hat was ganz Besonderes. Es ist fein, es ist filigraner, du musst das aufbrechen, du nimmst es raus, du verteilst dir das. Schönes Gefühl, tolles Produkt. Gerade jetzt auch für den Sommer eine gute Sache, Freunde. Wenn ihr wirklich Probleme mit trockener Haut habt, sehr, sehr gut. Hier steht zwar so eine Alters Guideline dran, aber das ist Quatsch. Also du kannst auch mit 20 oder auch mit 60 eine Hyaluronsäureampulle nehmen, die einfach Feuchtigkeit spendet. Die Haut hat andere Ansprüche mit 20 als mit 60, ganz klar. Tolles Produkt. Also ganz klar, ganz klare Empfehlung. Das nächste Produkt, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen mit auf Kriegsfuß, ist das L'Oréal Revitalift Hautbilderneuerndes Waschgel mit Glykolsäure. Ein tolles Wasch. Ah. Das ist es halt, ne? Es ist nicht so richtig ein Waschgel. Es ist auch nicht ganz leer, weil jetzt halt Sommer ist und ich das jetzt dann auch nicht mehr benutze. Das ist ein Peeling-Waschgel. Ich habe das vielleicht alle 3, 4 Tage benutzt, weil es doch schon sehr aktiv ist. Anti-Aging stand drauf. Das, was mich so ein bisschen daran gestört hat, war die Textur auf der Haut. Es ist ein Gel, es ist kein Waschgel, was aufschäumt, sondern es ist wirklich wie so ein Gel. Die Schaumbildung ist sehr gering. Ich mag gerne Schaumbildung im Gesicht. Es brennt ziemlich in den Augen, wenn es in die Augen kommt. Und meistens mache ich das in der Dusche halt. Und da ja, ist es halt überall und dann brennt mir das doch schon. Das hat wirklich dafür gesorgt, dass die Hautoberfläche deutlich weicher geworden ist und sehr, sehr schön geworden ist. Es kostet ein bisschen mehr. Hier sind 150 Milliliter drin. Damit kommst du mehr als ein Jahr mit aus. Und ich muss auch mal kurz eine Lanze brechen. Was L'Oréal sehr, sehr gut kann, also L'Oréal Paris, ne? Wir dürfen nicht vergessen, es gibt L'Oréal als Mutterkonzern für viele, viele verschiedene Brands. Aber L'Oréal Paris als eigene Marke hat die Formulierungen von teureren Firmen. L'Oréal kauft ja Firmen ein, wie ich glaube, neulich hat L'Oréal sogar Aesop gekauft, hat dann natürlich auch die Formulierungen, die Wirtschaftskreisläufe von den anderen Firmen und kann diese Produkte dann in günstigere Produkte für L'Oréal Paris machen. Sehr, sehr gut. Große Empfehlung. Genauso wie, und da habe ich rauf und runter gesprochen drüber, diese beiden neuen Produkte. Ich war auf einem digitalen Event von L'Oréal Paris und fand das sehr, sehr spannend, was sie da gemacht haben. Einmal das Vitamin C Serum mit Vitamin E, Salicylsäure und 12% Vitamin C. Ich habe, und das ist leider nicht so gut gewesen, ich habe es leider nicht aufgebraucht, weil es mir oxidiert ist. Das war eigentlich mal eine klare Flüssigkeit, aber sobald ein Vitamin C Serum nicht mehr klar ist, sondern die Farbe verändert, gelb wird, musst du es wegmachen. Dann hat es keinen Effekt mehr, dann ist es oxidiert, dann funktioniert es nicht mehr und dann kannst du es wegmachen. Aber ein sehr, 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 sehr gutes Vitamin C Serum, was ich mir auch schon wieder nachgekauft habe. Genauso wie der Lichtschutzfaktor von L'Oréal 50 Plus, einer der besten Sonnenschutze aktuell finde ich in der Drogerie. Habe ihn hier auch schon in der neuen Flasche wieder. Ist jetzt mittlerweile die dritte Flasche gewesen. Ich nehme sehr, sehr viel Sonnenschutz. Tolles Produkt, funktioniert grandios unter Make-up. Kein schmieriger Film, kein Brennen in den Augen, keine Unterlagerung, Make-up rollt sich nicht ab. Er rollt sich selber nicht ab. Du kannst alles drunter, du kannst alles machen damit und es funktioniert. Große Empfehlung. Es ist ein bisschen teurer. Das ist sehr, sehr teuer, wie ich finde. Also das kostet, glaube ich, 20 Euro. Der hier 15 ist jeden Cent wert. Ich glaube, Catrice hatten wir noch nie in einem aufgebrauchten Skincare-Video. Und zwar der Lip Loving Overnight Lip Mask. Das ist ein Hautpflegeprodukt. Catrice hat mittlerweile auch viele sehr, sehr spannende Skincare-Produkte in der Theke mit drin. Und das habe ich jetzt wirklich komplett leer gemacht. Ganz wichtig. Wenn ihr sowas habt. Und das ist etwas, was so ein typisches YouTuber-Problem ist, ne? Ich sammle das Ganze und meistens kommt es in den Plastikmüll. Hier ist Glas dran. Abschrauben und in den Glascontainer bringen. Genauso wie hier diese Dinger. Sonst macht dieses Nachhaltigkeit-Ding nichts. Viele Brands geben sich wirklich Mühe, nachhaltiger zu werden, auch was die Verpackungen angeht. Aber am Ende des Tages sind wir als Konsumierende dafür verantwortlich, dass wir das auch richtig entsorgen. Deswegen nicht in den Restmüll, die Kappe, ja. Das in den Glascontainer. Ist ein Dupe zu der Laneige Lip Sleeping Mask gewesen. Die mag ich ehrlich gesagt im Vergleich dazu gar nicht mehr so. Die ist nicht so schmierig. Die ist auch am nächsten Morgen immer noch auf den Lippen. Die Lippen fühlen sich toll an. Du kannst das Produkt sogar auf einen Liquid Lipstick machen, ohne dass er sich so stark zersetzt. Und ist wirklich eine gute Alternative zu dieser Laneige Lip Sleeping Mask gewesen. Und das ist das, was Catrice wirklich sehr, sehr gut kann. Catrice kann dupen, muss man sagen. Das Team von Catrice ist genial da drin, sich von Produkten inspirieren zu lassen und sie besser zu machen. Wie ich hier finde, würde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Ihr hört es ein bisschen, ne? Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Ich glaube, es ist Pollenzeit und irgendwas merke ich. Ein weiterer Lichtschutzfaktor aus dem letzten Jahr war von Sun Ozone, das Sonnenfluid mit Hyaluronsäure. Es hat auch
fast aufgebraucht. Habe ich jetzt hier wieder, ja, ich habe es lange aufgehoben, damit ich es euch immer wieder zeigen kann und damit irgendjemand von Rossmann mein Video sieht und sagt, ach Maxim, Mensch, schön, dass du dieses Produkt so teuer fandest. Wir bringen es wieder raus dieses Jahr für dich. Tolles Produkt, super schöner Lichtschutzfaktor, der die Haut wirklich schön mit Feuchtigkeit versorgt hat. Ich muss auch dazu sagen, hier, Sanozone Glow Sonnenfluid 30, leider nur, mit Vitamin C, hat einen krassen Glow. Also danach sieht es aus wie ein Donut, mag ich aber manchmal ganz gerne. Ihr wisst auch, dass ich ein großer Fan von Asam Beauty bin. Die Retinol-Reihe, sehr, sehr, sehr gut mittlerweile. Das ist die alte noch, mittlerweile habe ich die neue. Die muss jetzt aber pausieren. Also ich mache es ehrlich gesagt immer so ein bisschen wie Reifenwechsel, nur mit meinem Gesicht. Von O bis O, von Oktober bis Ostern benutze ich Retinol und von Ostern bis Oktober benutze ich kein Retinol. Weil es einfach durch die verstärkte Sonneneinstrahlung zu stark ist, weswegen ich damit dann pausiere. Es gibt ein Serum, was ich benutze aktuell von Kiehl's. Das ist sehr, sehr gut, aber das ist nicht so intensiv, ne? Also das gibt auch nur so ein bisschen ab. Benutze ich abends, aber auch nur ganz, ganz selten, nicht jeden Tag. Wobei ich auch sagen muss, Asam hat eine tolle Retinol-Reihe. Die haben das noch so ein bisschen ausgebaut mit einem Toner, mit einer Augenpflege, mit getränkten Pads, die ich sehr, sehr gerne benutze. Auch gerade zum Beispiel, ich habe so eine Pigmentveränderung an meinem Schienbein und da arbeite ich gerade auch mit Retinol. Ich trage nicht so oft kurze Hosen, da kann ich das dann benutzen. Sehr, 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 sehr gut. Genauso wie die Aqua Intense Reihe von Asam. Eine tolle Reihe, wenn ihr wirklich nur zarte Pflege haben wollt. Also gar nicht unbedingt was haben wollt, was nicht zu viel macht. Ich hatte es euch in dem Video vor 2 Wochen schon gesagt, dass ich immer selber entscheide, jeden Tag, wie was meine Haut gerade braucht. Und wenn ich weiß, meine Haut ist gereizt, sie hat viel durchgemacht, ich war vielleicht im Flugzeug, ich war lange unterwegs, habe lange Make-up getragen, habe viel mit verschiedenen Produkten gearbeitet und meine Haut fühlt sich abends einfach erschöpft an, nehme ich auch nur Produkte, die meine Haut beruhigen und die Haut nicht noch fordern. Dafür ist die Aqua Intense Reihe sehr, sehr gut. Das ist das Hyaluronsäure-Serum gewesen. Tolle, leichte, gelige Textur, zieht sehr schnell ein, nicht parfümiert, ohne Mikroplastik. Und Asam hat, und das muss man auch sagen, sehr, sehr tolle Produkte mittlerweile, weil sie ganz anders, der Ansatz ist anders, wie sie an die Produkte gehen. Der Anspruch ist auch ein bisschen anders und das merkt man, finde ich, in den Produkten. Deswegen bin ich ein großer, großer Fan von den Asam Pflegeprodukten. Und zu guter Letzt habe ich etwas von Balea. Da muss ich nochmal aufstehen. Und zwar ist das die Beauty Expert Tagescreme. 3% Peptid Solution, 1% Ectoin. Das ist auch eine sehr, sehr milde Creme. Ein bisschen ist noch drin. Ich lasse immer so ein bisschen drin, dass ich die Texturen zeigen kann. Eine sehr milde Creme, zieht sehr schnell ein. Ist nicht parfümiert, hat einfach nur so einen schönen aufpolsternden Effekt, ähnlich wie das hier. Aber das ist ein Dupe zu dem hier von Drunk Elephant, dem Proteini Polypeptide Cream. Hier sind auch Proteine und Peptide mit drin und Ectoin. Das ist die sehr, sehr günstige Formulierung dazu, muss ich sagen. Selbe Textur, selbes Feeling auf der Haut, selber Effekt auf der Haut, sehr reduziert, feuchtigkeitsspendend, pflegend, ohne großen Schnickschnack. Wenn ihr euch dafür interessiert, von Drunk Elephant, das Video verlinke ich euch oben in der Ecke, ist das die sehr, sehr, sehr weit günstigere Alternative, die ich auch wirklich mit gutem Herzen empfehlen kann. Ich habe sie zwischendurch auch immer mal so benutzt, ne? Ich schminke mich ja sehr, sehr oft am Tag ab, teilweise 3-4 Mal. Und muss danach natürlich immer wieder meine Hautpflege machen, deswegen verbrauche ich auch so viele Produkte. Gott sei Dank, dann kann ich euch schneller neue Produkte aufgebraucht zeigen. Ich finde, das ist auch mal wichtig zu sagen, hey, das habt ihr wirklich gut gemacht, Rossmann, das habt ihr gut gemacht, DM, das habt ihr gut gemacht, L'Oreal und Balea und Asam. Ich bin gespannt, welche Drogerie-Hautpflege-Favoriten ihr habt, wo ihr sagen könnt, hey Maxim, probier das mal aus, das ist wirklich, wirklich gut, das solltest du unbedingt einmal testen, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart, wünsche euch den schönsten Tag und den schönsten Abend und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!